das ist Michaela. Während andere Mädchen Pläne für ihre Zukunft schmiedeten, kämpfte sie um ihr Leben. Denn Michaela hatte Blutkrebs. Durch eine Stammzellspende von Jens bekam Michaela eine zweite Lebenschance. Hier im BBZ mitzumachen, warum? Ich fand von Anfang an, dass es eine sehr gute Idee ist. Vor allem war eine sehr gute Freundin von mir betroffen, der Vater. Das war diese Volker-Wir-Leben-Aktion. Und deswegen die Frage hat sich mir gar nicht gestellt, ob ich mitmache oder nicht. Für mich ist das allgemein menschlich gesehen auch selbstverständlich. Wie hast du die Registrierungsaktion eben selbst erlebt? Ist das irgendwie kompliziert? Nee, das ist sehr unkompliziert. Man kriegt 2 Stäbchen in den Mund. Man kann das alles selbst machen. Das ist sehr einfach zu handhaben. Und auf jeden Fall nicht schmerzhaft oder ähnliches. 2 Entnahmearten, die werden jetzt auch im Film gezeigt. Diejenigen, die noch nicht gut gefrühstückt haben oder die nicht so gut Blut sehen können, machen Sie bitte dann irgendwann die Augen zu. Wenn Ihnen schlecht wird, müssen wir aber vielleicht die Türen, also es passiert halt manchmal. Ich würde es nur sagen, dass Sie sich dann relativ schnell nach draußen bewegen. Traumzucker habe ich da.